Warte, ich will mir nicht... Das habe ich nicht bestellt. Was ist? Und schaut auf jeden Fall mal bei Varigat. Stopp! Hart oder weich? Groß, hart, es ist... Okay, wir sind jetzt hier im Auto, der Chris hält das Ding in der Hand. Ich bin heute wieder hier beim Chris. Wir haben noch nie ein Video einfach mal gestartet, wo es einfach mal normal ist, ne? Ich bin heute hier beim Chris, bei varigata.de und wir haben was ganz Lustiges für euch. Es ist sehr zimmerpflanzenspezifisch, aber auch irgendwie nicht, weil ein Riesenpaket, ich habe auch so ein Paket und da schauen wir uns gleich mal an, was es da gibt. Das ist nämlich China-Schrott, der vielleicht gar nicht so schrottig ist. Das kann man doch so nicht sagen. Das ist doch vielleicht auch was Gutes. Genau das werden wir heute herausfinden, ob das ganze China-Zeug wirklich Mist ist oder ob da auch was Brauchbares dabei ist. Denn geldtechnisch kostet alles wirklich nur ein Apfel und ein Ei. Richtig. Let's go. Und bevor wir jetzt richtig anfangen, ein kurzer Disclaimer. Der Verbraucherschutz warnt vor der App Temu und empfiehlt, vor dem Kauf Zollbestimmungen zu beachten, bei der Bewertung genauer hinzuschauen und mit der Freigabe deiner persönlichen Daten vorsichtig zu sein. Unter anderem aus diesen Gründen testen wir für euch in diesem Video alles rund um die App Temu und natürlich die gelieferten Produkte. Geben hier aber niemanden die Empfehlung, ebenfalls dort zu bestellen. Und jetzt würde ich sagen, weiter mit dem Video. Also, wie schon gesagt, ich fasse nochmal zusammen. Wir waren fleißig choppen in China und ja, wir gucken mal. Und ihr seid live dabei, wie wir das Ding aufmachen. Ich weiß selber nicht, was drin ist. Ich habe es nur einfach auf der App Also mal kurz zum Erklären. Temu ist eine neue App, die eigentlich ziemlich krass ist. Also die beeinflusst dein Kaufverhalten schon extrem, indem du erstmal die App runterlädst. Und direkt was geschenkt kriegst. Genau, du kriegst direkt... Aber... Du kriegst es nur geschenkt, wenn du was kaufst. Genau. Und dann kannst du so ein Rädchen drehen und dann steht da glücklicherweise auch von 10, 20, 70, 100 Euro, hast du den fettesten Preis gewonnen. Safe. Hab ich. Genau, hat er auch. Hab ich auch. Und man scrollt durch und man kann eigentlich gar nicht aufhören zu shoppen. Aber ist ja auch egal, weil da sind wirklich ein paar, zumindest auf den Bildern, richtig schöne Sachen dabei. Und im Laufe des Videos werde ich dann auch immer zu dem, was wir hier auspacken, das Originalbild von Temu auch einblenden, um zu gucken, ob es auch wirklich das Label ist. Genau. Und dann auch gleichzeitig den Preis erwähnen. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass wir heute in dem Video auch für gute Laune verantwortlich sein werden. Ja. Weil wahrscheinlich nicht alles so geil ist, wie Temu vielleicht das Ganze anpreist. So, und jetzt würde ich sagen... Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt fangen wir an. Ja. Temu. Paket. Ach, wir kriegen übrigens kein Geld dafür, das soll schon mal gesagt sein. Ich habe dafür Geld bezahlt. Ja. Aber es war nicht viel. Nein, nur 700 Euro oder sowas. Kata. Oh, ich darf nicht tief schneiden. Oh, ja, da erste, kommt schon was. Oh, warte. Wir sagen mal. Okay, what's that? Was okay, ja, ich weiß es nicht. Übrigens, ich glaube, es wird nicht nur ein Video. Ich hoffe, das kommt gut an. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Ja, ich weiß nicht. Was ist das? Ach doch, ich weiß, was es ist. Was ist das? Es ist was für Pflanzen? Ja, aus dem medizinischen Bereich. Hä? Ein Infusionstütchen, wo man hier so die Durchflussmenge und dann... Das, warte mal, wir haben ja auch was uns überlegt beim Shoppen. Davon weiß ich nichts. Was hast du dir dabei überlegt? Also, jeder von euch fährt mal in Urlaub und ihr habt alle Pflanzen, die gegossen werden muss. Und nicht jeder hat irgendwie so einen Best Friend, der auch zuverlässig Pflanzen gießt. Da dachte ich mir, ja, wir testen ja Pflanzenzeugs. Also kaufe ich mal Zeugs, was ich vielleicht gebrauchen könnte. Also, der Plan dabei ist, das Teil in die Erde stecken und dann damit die Pflanze über langen Zeitraum vielleicht gießen. Ja. Ich betone vielleicht, weil die Erfahrung, die ich habe, wenn man es falsch einstellt, dann ist das Ding in einer halben Stunde leer. Ja. Somit bin ich gespannt, wie das nachher dann live funktionieren wird. Wir checken das jetzt, würde ich sagen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwie Wasser reinkriegen. Und dann werden wir das jetzt so als allererstes mal jetzt checken. Und ich blende an dieser Stelle schon mal ein, wie das Ganze online aussieht. Wie es jetzt hier aussieht, könnt ihr jetzt gleich sehen. Und den Preis auch nochmal. Also, wir haben das ganze Ding jetzt hier zusammengepopelt, mit Wasser befüllt. Und wir haben diese Mechanik hier gerade so eingestellt, dass wir innerhalb von einer Stunde
100 Milliliter kriegen. Das Ganze werden wir hier überprüfen. Während das Video läuft, werden wir am Ende dann auflösen, ob es tatsächlich 100 Milliliter hier rauspackt innerhalb von einer Stunde. Weil wenn das die mit der Regulierung so perfekt klappt, kann man dieses Teil so einstellen, dass man ungefähr drei Tage lang eine Tropfbewässerung hat. Genau. So. Und deswegen werden wir jetzt den Schnippi hier rausnehmen. Das Ding und machen auf Start. Genau. Und wir melden das dann am Ende des Videos wieder und gucken dann, ob hier wirklich tatsächlich 100 Milliliter hier in diesem Behälter vorhanden sind. Und wir sehen uns gleich bei dem nächsten Produkt. Ich mache einfach mal aus und greife mal rein in den Moderator. Ja, das sieht groß aus. Das ist eine Verpackung. Ach! Ich rotz mich hier komplett voll. So, was haben wir hier? Weniger Vogel. Knistern, weil das ganze Mikro nimmt auch die Knisterei auf. Das heißt, wir machen es jetzt für euch extra ganz leise auf. Das ist so schäbig. Aber es soll wohl funktionieren, habe ich mir sagen lassen. Ja, soll. Wirklich. Vogel. Das ist ein Vogel. Ach so, ja, okay. Es soll einen Vogel darstellen, den man auch wieder befüllen kann. Das ist wieder Selbstbewässerung. Wir sind ja gerade in der Sommerzeit. Das heißt, einige von euch werden noch in den Urlaub fliegen. Das Ganze kann man befüllen mit Wasser. Und das machen wir jetzt. Und guck mal, was dann passiert, wenn man das hier in den Topf steckt. Oh, da ist die Pizza. So, das machen wir noch zu Ende. Ja. Der Vogel ist ready to... So, das heißt, wir nehmen das ganze Ding und stülpen das jetzt einmal über Kopf hier rein. Und schauen, was passiert. Boah, gut durchwurzelt der Topf. Ja, Junge. Ne? So, der Vogel, der macht jetzt hier hoffentlich seine Arbeit. Also, ich glaube, es läuft raus. Genau, man sieht hier, die Bläschen blubbern noch fleißig rum. Aber jetzt würde mich ja interessieren, der gießt ja jetzt quasi nur unten. Und wenn jetzt zu viel Wasser in diesem Vogel vorhanden ist, bedeutet das ja auch gleichzeitig, dass zu viel Wasser im Topf ist. Auf Dauer irgendwann könnte das passieren. Würde, also jetzt gehen wir mal ein Fazit ab. Einmal blenden wir nochmal ein, wie das Ganze hier auf Temu aussieht und den Preis. Und mich würde jetzt interessieren, würdest du das bei deinen Pflanzen machen, wenn du weißt, du hast jetzt so ein paar dabei, die jetzt gar nicht so gerne nasse Füße haben? Und müsste man wahrscheinlich einfach mal testen, wie lange das jetzt überhaupt dauert. Ja. Ne? Ist es jetzt auch... Da kommt mir eine Idee. Wir haben ja gerade unseren Counter am Laufen. Und der läuft jetzt ungefähr seit 5 Minuten. Davon ziehen wir dann einfach das Ding hier ab. Ja. Und dann sagen wir, okay, gleich wenn das Ding hier durchgetröpfelt ist, den lassen wir dann hier vorne in Sichtweite stehen, dann melden wir uns gleich zwischenzeitlich in den nächsten Produkt und gucken, wie lange es gedauert hat, bis diese Menge, wie viel ist das überhaupt? 100 Milliliter? Eine Vogeleinheit. Ja, eine Vogeleinheit weiter werden wir uns dann melden, ob... Das leer ist oder nicht. Ja, und vor allen Dingen, wie lange es gebraucht hat. Und jetzt geht es zum nächsten Produkt. Welches das ist, das weiß ich nicht, aber das werde ich in diesem Fall ziehen. Okay. Weil du hast ja schon. Okay. Okay. Wir hatten gerade eine kurze Essenspause und die ging jetzt bestimmt 20 Minuten, oder? 10? 15? 15. 15 Minuten. Das Huhn ist immer noch unverändert. Also ich habe das Gefühl, dass das eine richtig gute Selbstbewässerung wird für den Urlaub, wenn ich ehrlich bin. Könnte klappen. Ja. Wobei, du bist ja nicht nur 15 Minuten im Urlaub. Nee, aber guck mal, da hat sich doch kaum was getan, oder? Ich weiß es nicht. Aber naja, ist egal. So, jetzt bin ich dran. Yes. So, ich ziehe jetzt, ich gucke nicht rein. Kann nur, naja. Das ist, glaube ich, was. Ich weiß, was es ist. Ja, ich weiß auch, was es ist. Ihr wisst es noch nicht, aber ich werde es jetzt auspacken und dann könnt ihr sehen, wofür das ist. Und dafür werden wir uns gleich übrigens von hier wegbegeben und mal in die andere Richtung, weil ich glaube, das ist für das Auto. Yes. Ja. Ich zeige es euch noch nicht. Kommt einfach mal mit. Okay, wir sind jetzt hier im Auto. Der Chris hält das Ding in der Hand. Ich weiß nicht, der eine oder andere kann es schon erahnen. Da ist es. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auf meinem Mist gewachsen. Ich fand es einfach nur richtig sweet und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch das Ding auch schön findet. Und das kommt wohin? Da dran. An den Spiel. Ja. Wie auch immer. Ist halt ein Riesenklopper und nimmt dir ungefähr 70% deiner Sicht. Aber das könnte der neue Wackeldackel werden. Also für mal, die Pflanz-Community. Jetzt mal ohne Witz. Also, wenn ihr das Ding cool findet, schreibt es jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare, weil dann bietet Variegata das hier bald in einer hohen Stückzahl. Auf jeden Fall. Das Ding kostet, meine ich, mich erinnern zu können, so ungefähr 6 Euro. Plus minus. Ja. Möglich. So. Aber soll ja weitergehen. Ich bin dran. Macht mal die Ohren zu. Es raschelt jetzt.
Es fühlt sich... Hart oder weich? Groß, hart, es ist verkantet. Haltet euch weiter die Ohren zu, ich raschel nochmal. Ach, das kenne ich. Das kenne ich. Ja. Kennt eigentlich fast jeder von euch. Genau, kennt wahrscheinlich jeder von euch. Bitte schön, deine Präsentation, dein Gegenstand. Dies ist ein Thermometer, um zu gucken, ob ich Fieber habe. Ich bin feucht. Du bist ziemlich feucht. Bin ich super feucht? Ja, ist ein Feuchtigkeitsmesser für Erde. Ne, ihr seht aktuell, es ist dry. Und hinten redet er drauf. Ne, Spitze reindrücken aufs Wurzellevel und immer die Spitze sauber machen. Ne? Okay, jetzt so. Nehmen wir hier einen ganz trockenen Mix, wenn ich da richtig verstanden habe. Genau, das ist ja unser Erdmix. So, und darauf abzulesen, gucken wir mal, was passiert. Also der ist komplett rot, dry, das bedeutet, hier ist schon mal richtig, ne? Aber das der wird richtig, ja gerade gegossen. Aber der ist eigentlich gegossen, das heißt, wir gehen mal Richtung Vogel und gucken mal, was da so passiert. Da, wo ja eigentlich Wasser ja, sein sollte. Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen feuchter, weil da sind wir im fast mittleren Bereich. Ja, ist es moist. Also, zumindest funktioniert der schon mal. Genau, dann gucken wir mal hier den anderen. Nehmen wir mal den großen einfach mal als Test, weil... Das sieht man ja jetzt eh nicht, aber... Gucken. So, was haben wir? Dry. Dry. Ja, der ist dry. Dann nehmen wir den hier wieder raus. Ja, der muss gegossen werden. Und jetzt nehmen wir den hier, weil der ist heute gegossen genau, worden. Da weiß ich, der wurde heute frisch gegossen. So, stecken wir rein. Ihr seht es, ich sehe es nicht. Dum-dum-dum-dum. Der ist wet. Wet. Also, hier muss man nochmal sagen... Obwohl sich das Ding anfühlt wie wirklich überhaupt keine gute Qualität, zeigt er uns hier tatsächlich den richtigen Wert. Hier seht ihr das nochmal. Ja, was sagen wir dazu? Man muss wissen, wo man es anwendet, weil ich glaube fast, ja, der kann so ein bisschen betrügen. Ne? Also je nachdem, welche Erde man nimmt, hat ja. man eine lockere, luftige, dann misst er vielleicht nicht so gut. Hat man jetzt wirklich die klassische Gewächshaus-Blumentopferde, so die ist so kompakt oder so dicht, dass er es wahrscheinlich gut messen könnte. Ja, also hier also mit Vorsicht zu genießen. Vorsicht zu genießen. Und jetzt weiter, ich will weiter auspacken. Finger ins Substrat. Finger ins Substrat. Richtig. Ich bin wieder dran. So, mal reingefummelt hier. Warte, jetzt hat mal was Großes, jetzt muss ich, ich greife einfach rein. Ah, geil. Oh, ich weiß, was es ist. Ihr noch nicht, du weißt auch, was es ist? Auf jeden Fall, ja. Denn das habe ich für mich gekauft. Genau, das gucken wir uns jetzt an. Zum Umtopfen. Boah. So, letzter Knopf ist drin. So sieht das Ganze aus. Eine Umtopfmatte in, wie gesagt, einmal einen Meter und ich denke, das kann man nehmen als Umtopfmatte, würde ich sagen. Die Knöpfe, ob das hält hier, ja, ich meine, man macht es ja, man reißt ja nicht an den Knöpfen rum, von daher würde ich sagen, geht das klar. Für den Preis, ist halt billiger Kunststoff, geht. Was sagst du? Ja. Ja, reicht. Also, Daumen hoch. Kann man kaufen. Also wenn es das ist, ach krass, oh, ich darf ja gar nicht gucken. Das hier übrigens, ich habe hier gerade ein paar coole Sachen gesehen, da unten ist nochmal so eine Kiste. Gucken wir uns in den nächsten Folgen an. Wir gucken uns aber erstmal an, was das hier ist. Und wenn ihr das hier richtig cool findet, dann schreibt es in die Kommentare, da machen wir auch noch mehrere Folgen diesbezüglich. Wer von euch kann Chinesisch? Was steht da? Was ist denn ein Automatic Belly Wheel? Also das ist jetzt wirklich so ein Ding, wo ich sage, da weiß selbst gar ich nicht, was ich da bestellt habe. Das kann nur Mist sein. Okay, let's go. Wir machen es auf. Sein soll. Oder was da? Hä? Hä, warte, ich will mich nicht so... Das habe ich nicht bestellt. Was ist? Warte mal, warte mal. Was ist das? Das ist, ach, das ist so ein Bauchmuskeltrainer, glaube ich. Wir haben hier den exklusiven Bauchmuskeltrainer 2000 in der orangenen Deluxe. Was habe ich nicht bestellt? Ja, das ist auf jeden Fall der Bauchmuskeltrainer. Den werden wir vielleicht jetzt mal zusammenbauen. Also das ist hier so eine Yogamatte. Genau, für extremst kleine Menschen. Aber... Eine Stange. Wir testen ja hier auch Temu. Insofern ist es ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, sowas jetzt mit aufzunehmen. Denn bestellt wurde das hier nie. Angekommen ist es. Wie trainiere ich hier mit meinem Bauch? Das ist so ein Ding, was du vor dir herschieben musst. Ach so. Kenn ich. Also habe ich mal gesehen, aber also hast du quasi, habe ich nicht bestellt. Was machst du hier auf der Stirn oder was? Ich mach das mal auf. Wir starten. Eine Minute aufbauen. Das ist die Stange, die kommt hier zwischen. Jo, dann kommt der hier wahrscheinlich hier hin.
Hier ist Loch? Ja. Na ja. Doch. Ah. Fast nicht. Ne, warte mal, da ist noch so ein Ding hier. So. Warum bestellst du sowas? Jetzt hat er? Hat er. So, wir haben es aufgebaut. Wir testen es für euch hier bei varigata.de. So, ich habe mir schon mal meinen Arbeitsplatz hier vorbereitet. Ne? Ihr seht unten meine Yogamatte, damit ich mir halt extra nicht die Knie aufhaue, ne? Weil wir haben ja hier nur Asphalt. Und da ist der Gute. Das Automatic Belly Machine Wheel, wie auch immer. Top zusammengebaut. Ne, mit Start- und Stoppuhr. Und ne, hier sagt er mir auch meine Richtung. Ja. Ne, hier ist so für die Arme, so ungefähr. Ja, das ist schon mal sehr, sehr professionell. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, ob das Ganze auch funktioniert. Ob der Bauchmuskel noch funktionieren. Ja, dann gib mal Gas. Dementsprechend, let's go. Boah, Maschine. Ja, du hast es drauf. Und scheinbar funktioniert es auch. Aber was piept da immer? Ich muss die Uhr anmachen. So, jetzt Stoppuhr. Eine Minute. Ne, vorbei. Aber würdest du sagen, Bauchmuskeltraining? Auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Ja, habe ich zwar nicht bestellt, aber funktioniert. Ja. Das Ding funktioniert auf jeden Fall, aber man muss jetzt ganz klar dazu sagen, eigentlich haben wir uns da auf ein ganz bestimmtes Produkt gefreut, was auch so ungefähr von der Dimension hinkäme. Ja, durchaus. Aber das war wirklich von allen Gegenständen, die so in unseren Warenkorb gelandet sind, das Ding der Dinge. Aber das werden wir an dieser Stelle nicht verraten, was es war. Wir werden vielleicht, wie gesagt, wenn dieses Video gut ankommt, dieses Gerät, also jetzt nicht unser Bauchtrainer 2000, sondern das, was wir eigentlich bestellen wollten, werden wir dann nochmal nachordern, damit wir das Teil euch nicht vorenthalten. Genau, und gucken, wie so die Retourenfunktion da ist bei Temu. Genau, ne? Das müssen wir auch noch herausfinden. Weil ich kann jetzt sagen, ist der falsche Artikel. Oh ja, und jetzt ist halt die Frage, ist es dann heute das gewesen oder wollen wir jetzt noch ein... Wollen wir noch einen Gegenstand auspacken? Auf jeden Fall. Okay, einen müssen wir noch haben. Einer geht noch, den packen wir jetzt aus. Ich bin gespannt. Wer ist dran? Ich. Lottofee. Ja. Ich darf reingreifen. Ja, aber nicht gucken. Du darfst reingreifen aus irgendeinem. Ja. Was okay, die Lottofee hat was gezogen und zwar was Weißes und Schwarzes. Was das genau ist, das werden wir euch jetzt erklären. Der ein oder andere von euch kann es schon erahnen. Ich nehme das Ganze mal hier auseinander. Das ist viel Kunststoff, aber ist ja nicht schlimm, weil es handelt sich hierbei um einen Topf. Und zwar einen Topf, in dem man eine Pflanze pflanzen kann. Ja. Aber was mir jetzt direkt auffällt ist, die Qualität ist... Ich weiß nicht, ob man sieht, aber die Rillen, die sind wirklich unsauber bearbeitet, verarbeitet. Ja. Und aber gut, das tut, glaube ich, dem Topf jetzt keinen Abbruch. Zeig mal her. Ja, ist weich, ist wabbelig. Ja, genau. Also kann man, da kann man nicht, auf jeden Fall... Ist jetzt nicht, dass es jetzt so ein Hartplastik ist, was sofort bricht. Kann man auf jeden Fall nutzen. Werden wir gleich auch übrigens noch tun. Den Untertopf? Der Untertopf ist schon ziemlich robust, finde ich. Da ist kein Docht dabei. Also normalerweise bei diesen Selbstbewässerungstöpfen ist oft ein Docht dabei. Zeig mal, wie tief geht denn der da rein? Diesen Topf habe ich tatsächlich nicht genau den, aber so einen ähnlichen, schon in Verwendung. Und den blende ich jetzt an dieser Stelle ein. Da sieht man eigentlich, dass der super gut funktioniert. Die Qualität und das Ganze, wahrscheinlich ist das alles eine Fabrik. Da kommen diese Töpfe her. Die kosten auch gar nicht mal so viel. Da sind immer zwei Stück dabei. Und hier nochmal das Bild eingeblendet, wie das Ganze auf der Internetseite aussieht. Und den kann man auch arretieren. Ja, einfach Presspassung. Oh. Ah. Ja, das ist natürlich gut, aber kein Mensch der Welt würde seine Pflanze hinterher so halten. Von daher braucht man das auch nicht unbedingt. Können euch Ideen einpflanzen. Ja, gibt es Außentöpfe. Vielleicht sind die Töpfe auch bei der nächsten Geschichte dabei. Denn heute endet dieses Video. Danke, lieber Chris. Danke für die ganzen Bestellungen. Wir werden uns, wie gesagt, wenn ihr das hier cool findet, uns in der nächsten Folge um die anderen Sachen kümmern. Da sind ist auch, noch einiges. Da sind noch richtig Und da lustige. Sind noch richtig lustige Sachen bei. Ja. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Dir vielen Dank fürs Video und wir sehen uns wieder. Bis demnächst und schaut auf jeden Fall mal bei Varigata. Stopp! Ey! Habt ihr es gehört? Das ist Timing. Zeig mal her. Das ist der Timer. Wir haben das komplett vergessen. Das ist der Stundentimer, wo wir genau. Zum einen mal gucken wollten. Das Hühnchen ist leer. So, jetzt haben wir das hier und hier drin befindet sich Wasser, aber ich muss sagen, also hier, der Topf ist gut durchfeuchtet, ja. Unten ist noch ein bisschen Wasser. Bisschen Wasser, aber ich zeige euch das mal hier. Viel mehr Wasser als das hier war es nicht.
Also das ist es jetzt ist ein nettes Gimmick, aber jetzt damit jetzt in Urlaub zu fahren, nein. Das heißt, ich bin noch nicht mal aus der Tür raus, dann ist das Ding ja schon leer. Ja, nein. Also keine Kaufempfehlung so für eine professionelle oder eine ernste Gießbewässerung, wenn man sich im Urlaub aufhält. Also okay, das ist klar. Wenn das du zu Hause Kinder hast oder Vögel, dann oder kannst Vögel, du dieses Ding dann kannst du das zu deinen Kinder Vögel machen lassen. Auch. Wir gucken uns jetzt das andere Ding an, den Tropfer, weil der ist, glaube ich, gar nicht so schlecht wie jetzt dieser Vogel. Hol das Teil mal her. So, wir sind nämlich einem anderen Behältnis angekommen, genau, wo wir die 100 Milliliter pro Stunde eingestellt haben. Und die Stunde ist jetzt vorbei. Zufälligerweise gerade rum. Das bedeutet, hier müssten jetzt genau... Ich stell's mal ab. Ja, brauchst du nicht, weil hier kommt eh nicht viel raus, weil 100 Milliliter war eingestellt. Ja. Chris, lies mal bitte ab. Zwei. 2 Milliliter. Naja, okay. Vielleicht 5. 5 Milliliter, also das ist das, was drin ist. Ja, vielleicht 6. Dieses Ding würde wahrscheinlich 2 Wochen durchtropfen, wenn man es auf 5 Milliliter einstellen würde. Ja. Also hier keine Kaufempfehlung. Ja, warum? Für einen Urlaub? Ja, wenn das jetzt so lange dauert, dann tropft das ja kontinuierlich über einen langen Zeitraum. Das heißt, wenn ich das jetzt so eingestellt hätte, zwar nicht mit der Skala, dann würde es aber lange halten. Das heißt, ich habe da mindestens 2-3 Tage vielleicht. Wenn nicht sogar Wasserreservoir. Länger. Wenn du es auf 5 Milliliter einstellt, hast du wahrscheinlich 2-3 Wochen. Also, Langzeittest, bis ihr in die Kommentare geschrieben habt, ob wir das machen sollen. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr das nächste Video macht, dann sagen wir euch, wie lange es gehalten hat. Genau, können wir ja mal gerne ausprobieren. Das Ding ist voll. Wir gucken mal, wie lange das jetzt dauert, wenn wir es auf 5 Milliliter einstellen, wie lange das Ding braucht, bis es leer ist. Das würden wir dann auch vielleicht im nächsten Video präsentieren. Also, jetzt hier, genau, ne, abschalten, Feierabend. Ne. Wir sind raus. Kümmert euch um eure Pflanzen.